Ich komme da nicht dran. Ich komme da jetzt nicht mehr dran. Ich kann nicht nach links. Fuck you, Alter. Fuck you! Boom, Alter, letzte Sekunde! Sorry, das muss da mal kurz raus. Nein. Oh. Irgendwie mit Zelda weitermache und dann plötzlich mitten im Dungeon bin, wenn ich reinkomme, das ist auch scheiße. Der war gut. Ich glaube, ich habe ihn. Oh yeah. Mario Time. Komm schon. Ja, Mann, ich bin Weltrekordhalter in dem Level. Heiler ist verwirrt. Fuck! Spiel beendet. Warum macht die das aggressiv? wir müssen den... Wie nennen wir ihn? Sieht aus wie Conan. Conan. Conan will Detektiv werden. Ist aber dabei sehr ordentlich. Aber nicht sehr extrovertiert. Ist ein bisschen aktiv, sehr verspielt, weil er ein Kind ist. Und es ist auch nett. Ist ganz nett. So. Unter diesen Stacheln her, auch wenn ich ein bisschen Angst habe. Ich will mal kurz vorhin einen Speicherstand machen. Nein! Ich Idiot! Ich Idiot. Dann machen wir das hier. Jau! Ich dachte, das schützt mich davor. Nervig. Raste hier aus gleich. Ich raste hier gleich aus, ey. Braucht ihr diese Pflanzen? Ja, am besten wäre Schellkraut. Leider. Ich tue. Jede Blüte zählt. Hier ist... Fantastisch. War doch nichts weiter. Wenn ihr etwas braucht, lasst es mich... Wo wohnt ihr denn? Ich habe ein Zimmer am nordöstlichen Stadtrand von Mesina. Wie finde ich es? Wenn ihr was braucht... Mit der Statue einer Schlange. Schnell, ich muss zurück zur Arbeit. Man sieht sich. Wir werden alle sterben. Das ist großartig. Oh ja, Mann. Genau das Intro habe ich gesucht.
Boah, das fand ich so geil damals. Bitte keinen Schund mit der Socke anstellen. Shani. Oh, da ist sie. Das ist geil, ey. Also er tut so, als ob er heute noch nichts bekommen hat, ne? So, Ifrit und Shiva. Shiva macht da keinen Sinn. Jetzt ist doch gut, Mann. Was ist denn mit dir? Komm runter jetzt hier. Und du auch. Nein, shit. Du Sau, Alter. Was soll ich mit mir machen? Ja, ich muss mal eben zum Pokémon Center. Ganz schnell. Jetzt Tables Hobby, but what the fuck, man? What the shit is that? Dude, it's like a lust machine. It's only a purple wizard crowd. You say even a crowd for whatever it is? What is this? War ein guter. War eine gute Schusstechnik, finde ich. So. Das war die falsche Richtung. Aua. Oh. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen am Frühstückstalk. Ich bin der Kissenmeister und wir spielen heute wieder Dragon Quest 11. Ich muss mal eben meine Switch noch anschließen. Ich bin heute super vorbereitet. Dadurch, dass wir gestern so ein bisschen länger Ocarina of Time gespielt haben, bin ich doch ein bisschen gerädert. So, meine Lieben. Ah. Mein Abenteuer will ich fortsetzen. Und zwar das Abenteuer-Tagebuch 1, ne? 17 Stunden 25, genau.
Die Suche nach den restlichen Kugeln geht weiter und unsere Helden laufen auf den seltsamen Sandinseln auf. Dort treffen sie eine wunderschöne Meerjungfrau namens Marielle, die offenbar auf die Rückkehr ihres zukünftigen Ehemanns Kai wartet. Die beiden sind fest entschlossen, zusammen zu bleiben, trotz des Fluchs der Menschen und Meerjungfrauen normalerweise an der Heirat hindert. Auf Marielles Bitte hin sticht die Gruppe in See und nimmt Kurs auf das Dorf Lamentea. Oder Lamentee? Um ihren Liebsten zu finden und ihm zu sagen, dass er sich beeilen soll. Die Meerjungfrau verspricht, die Freunde zum Unterwasserkönigreich Nautica zu führen, wo sie mehr über den auf dem Meeresboden versunkene riesige Perle erfahren möchte. Mhm. Genau. Wir sind nach Onsen gegangen, weil in Onsen konnten wir speichern. Hm. Mal ganz kurz gucken. Hm. Ja, und wir müssen jetzt einfach nur in den Süden. Es tut mir leid, dass ich meinen Mund gerade voll habe, aber ich muss unbedingt was essen. Ich habe so mega Hunger. Mmh. Okay. Mmh. Mmh. Mach hier. Nee, das muss da unten sein. Das heißt, ich muss mit dem Schiff auf die andere Seite. Durch das Gebirge komme ich dann nicht. Okay. So, wo ist unser Schiff jetzt? Wenn wir mal ganz kurz gucken. Unser Schiff ist auf der Seite. So ein bisschen doof gemacht. Ach, Kaffee, ey. Kaffee und Spekulatius-Aufstrich. Mm. Lecker, lecker. So. Zumal das ja Gegner sind, die ich mit Level, keine Ahnung, 5 oder 6 oder so bekämpft habe. Da könnte ich doch einfach mal mich fliehen lassen. Wieso kann ich Monster nicht am Fliehen hindern? Fragen über Fragen. Hm. Hm. Mhm. Ah. Oh, es ist so lecker. So, dann machen wir nochmal. Wir müssen einmal um den Kap herum. Das ist irgendwie wahr, ey. Man kann nicht fliehen.
Man kann einfach nicht fliehen, das nervt mich tierisch. Zumal ja die Gegner wirklich nicht stark sind. Ne? Das ist so ein One-Round-KO. Und ich weiß nicht, warum die immer dann mich nicht fliehen lassen. Das nervt mich. So, wo wir gerade schon mal hier sind, können wir kurz gucken, ob ich noch irgendwie Talente verteilen kann, die ich vergessen hatte. Da brauchten wir, glaube ich, noch mehr. Ne? Da brauchten wir 8 und 8, okay. Bei Erik. Erik hat jetzt 14 und Erik benötigt 16. Jade. Jade hat Kickboxen hier. Sie fragt, ob das Attraktivität soll. Oh lala. Der wird Clown. Okay. Wenn ich irgendwo kann zwei Waffen in einer tragen. Naja. Serena hat auch erst 7, das bringt auch noch nichts. Sie hat 8. Das ist gebracht. 13. 6. Denner im Sieg 1 bis 2 Megabit. Okay, was hatten wir hier? Achso, aha. Ach, das ist. Das ist gar nicht, Dingens, die Heilerin, sondern das ist die. Nee, Veronika ist doch die Heilerin, ne? Nee, oh, ich vergesse es immer. Serena ist die Heilerin, so. Veronika ist die normale Zauberin. Und Bodo hat 30 Talentpunkte. Sollen wir ihn einfach zu so einem krassen, passiven Heiler machen oder was? Nicht ganz geil, ne? Ist vielleicht sogar besser als Serena. Veronika, wer auch immer. Heilende Hexerei steigert die Effektivität der Zauber. Der Zauber des Nutzers. Okay. Okay. Aber er hat halt krass, ne? Er hat viel magische Macht und viel magische Heilkraft. Also eigentlich ist er das Beste von beidem. Nehmen wir Bodo mit rein. Und kann ich jetzt noch sagen, Taktiken, dass er einfach heilen soll? Wunden heilen. Um sich zeigen? Hä, hey, gnadenlos. Wir wollen doch hier nicht um sich zeigen. Machen die mit uns auch nicht. Sag mal, ich bin dumm, dass sie die gleichen immer angreifen. Man hätte jetzt jeder von den 1 der Mobs angegriffen, dann wären jetzt wahrscheinlich alle in einer Runde tot.
Mach klar. Komm ich nicht durch, oder was? Oh, leck mich, ey. Gehen wir wieder zu den Sandinseln zurück und schwimmen mal den ganzen Weg. Das finde ich ziemlich bescheuert gerade, wirklich. Ich meine, ich kann es verstehen. Aus der Sicht heraus. Dass man da nicht vorher hinkommt. Aber das hätten wir auch anders regeln können. Oh, krass. Das heißt, wenn die in ihrem Panzer sind, dann kriegen die nicht so viel Schaden. Selbst mit Zaubern nicht. Ich dachte, Zauber greifen trotzdem an. Stärkung. Was kommt jetzt? Abwehrkraft stärkt geringfügig. Lol. Mega Stärkung. Geringfügig. Gut. Aber ihr solltet doch diese Runde dann trotzdem, oder? So langsam. Eins ist nicht, ey. Da denke ich mir einmal, ach komm, ich fliehe heute nicht, greif an. Ja, das habe ich davon.
Ah, danke. Danke, Jade. So. Geht weiter um die steinerne Küste des Südens. Wir erreichen die Wüste. Oh, die kenne ich noch nicht. Zumindest nicht in der Farbwahl. Muss ich nur mal zick machen. Auf Aquarius. Natürlich greift Erik auch ihn an. Er greift nicht den anderen an. Das wäre schlau. Geil. What? Okay. Tapferkeit und Tücke. Das nennt man Tapferkeit und Tücke. Es wäre cool gewesen, hättet ihr einfach den ersten angegriffen, aber. Ich sag gar nichts mehr. Ich sag gar nichts mehr. Schade, ich hatte gehofft, dass ich ihn vergifte. Wir müssen erstmal diesen Seeschleim aus dem Gefecht setzen, bevor der anfängt, sich in seine Hülle zurückzuziehen. Jade macht sich schon hier, macht den Aquarius schon fertig. Das reicht. Oh. So, geht auch. Gut, dann sind wir gleich sogar schon fast da. Ja, wir müssen noch ein bisschen die Wüste überleben. Oh, was ist hier los? Sieht aus, als ob hier gleich irgendwas ist. Lass mal alle heilen. Seid gegrüßt, Reisender! Hier solltet ihr nicht verweilen. Die sind gefährliche Gewässer. Segelt weiter. Okay. Wie mache ich das? Ich hätte sowieso nicht vor, hier zu bleiben. Komm. Wir wetten, wir können nicht fliehen. Wetten. Das ist ja lächerlich, ey. Wozu habe ich diesen Fliehen-Button? Er funktioniert nicht. Liebe Entwickler, wenn ihr gerade zuschaut, euer scheiß Fliehen-Button ist scheiße. So, jetzt ist es raus. Das muss man auch mal sagen. Kann ich mich erstmal vergiften? Beim Miasma ist ja quasi Gift. Ah, ja, ich kann es vergiften. Cool. Okay, das macht nicht sehr viel Schaden, das Viech, ne? Egal.
Du machst jetzt Thanatos Terror und bringst das Viech um. Und wehe, Jade kommt als erstes. Ah. Schade. Öfter 3 Talentpunkte. Ja. Wir haben jetzt, glaube ich, genügend. Oh, yes. Yes. Schutzaura. Ist die aktiv automatisch oder wie macht die heilige Schutzaura? Wunderbar. Den Zauber, den habe ich die ganze Zeit gefarmt, damit ich das endlich ausschalten kann, dass hier random Encounter kommen. Und ich hoffe, der wirkt. Auf jeden Fall ist die Fahrt jetzt gerade schon ein bisschen angenehmer gewesen. Oh, da unten wird ein Tickling. Lemon Tea. Ah, da wären wir also im wunderschönen Lemon Tea, einem Paradies am Meer, das Marielle zufolge die Heimat der hübschesten Perlen auf der ganzen Welt ist. Oh, Perlen. Hellblaue Wellen, reinweißer Sand und fabelhafte Juwelen, die einfach so am Strand herumliegen. Meine Lieben, das hier ist wirklich das gelobte Land. Obwohl es nicht ganz so verheißungsvoll aussieht, wie ich erwartet hatte. Wo sind denn alle? Irgendwas ist hier faul, aber das soll nicht unser Problem sein. Suchen wir diesen Kai und verschwinden dann wieder. Ach, Erik, du bist so egoistisch. So, warte mal hier. Dazu Glimmergras, Erstmal holen wir uns den Tickling da. Hier in diesem Erdreher vergeht die Zeit wahrlich wie im Fluge. Was soll ich nur als nächstes tun? Tick, tack, tock. Der Lichtbringer höchstpersönlich. Wie lange steht ihr schon da? Egal, ich verrate euch mein Zeitwort, wenn ihr dem Bürgermeister nicht sagt, dass ich gefaulenzt habe. Tacketitock. Mit dem Zeitwort, das ich euch verraten habe, könnt ihr von der Echokammer in Tickling aus in eine andere Welt reisen. Es gibt noch mehr Ticklinge auf der Welt, die Stunde um Stunde nach Zeitwörtern suchen, wisst ihr? Nehmt euch einen Moment Zeit, um mit ihnen zu plaudern, wenn ihr ihnen über den Weg lauft. Aber jetzt wird es Zeit für mich, nach Ticklingen zurückzukehren. Es hat mich gefreut, eure Bekanntschaft zu machen. Viel Glück auf euren weiteren Abenteuern. Tick-Tack. Okay. Ja, das ist mir egal. Der hält also nicht sehr lange. Aber er hält. Und das ist ja das Wichtigste. Und jetzt gucken wir mal. Oh, hier, guck mal. Haben wir genug Geld mittlerweile wieder? Okay, wir haben nicht genug Geld. Aber wir gucken trotzdem mal, ob wir was Cooles finden können. Oh, ey, das ist alles so teuer. Ich weiß gar nicht, wie ich das Geld haben soll. Sonst hat man so ab diesem Moment in einem RPG in der Regel mal genug Geld, um 10-mal das Ganze aufzukaufen. Und das hier kostet einfach so alles mega viel. Eine coole Waffe. Brandklinge. Carbonstabierender Ball, der macht auch einen krassen Damage. Okay, Adler durch hat er schon. Flügeldrachenstab. Blitzstab. Silberclown. Wären halt irgendwie auch mal ganz gut, ne? Dreizack. Okay. Mhm.
Naturbasierte Monster. Was ist denn ein naturbasiertes Monster? Gischtwasser. Wie dem auch sei, ich brauche einen neuen Kaffee. Ah. Ah, der morgendliche Kaffee. Eine Zelebration. Design ist gleich in Sucht. Ich habe erst letzten Monat geheiratet und jetzt hat sich mein Schatz aufgemacht, gegen den Riesenkranken zu kämpfen. Ich hoffe, dass er wohlbehalten zurückkehrt. Ich flehe dich an, beschütze meinen Gatten. In unserem Dorf lebt eine Verrückte. Die ist völlig plemplem. Jeden Morgen geht sie zur Spitze der Klippe hoch und feuert eine Kanone ab. Es macht einen ziemlichen Krach. Rums, der Tag hat begonnen. Ich weiß nicht, was sie damit bezwecken will. Vielleicht hat sie ja was gegen Langschläfer. Hä? Ihr sucht Kai? Ich wusste gar nicht, dass der Junge überhaupt irgendwelche Freunde hat. Ihr solltet seiner Mama einen Besuch abstatten. Die findet ihr normalerweise droben bei der Kirche. Zumindest tagsüber. Sobald die Sonne untergeht, läuft sie nach Hause und weigert sich rauszukommen, bis es wieder hell ist. Das ist schon eine ziemlich seltsame Familie. Okay. Da komme ich extra hierher in dieses abgelegene Kaff, um ein paar ihrer berühmten Perlen zu kaufen. Und da macht mir ein zu groß geratener Tintenfisch einen Strich durch die Rechnung. Treibt draußen vor der Küste sein Unwesen und hält die Fischer davon ab, ihren Berufen nachzugehen. Jetzt sind ihre Vorräte völlig erschöpft. Seid ihr auch wegen der Perlen hier? Uns bleibt wohl nichts anderes übrig, als dafür zu beten, dass die Einheimischen dieses schreckliche Ding schnell erledigen, damit sie wieder an die Arbeit gehen können. Vielleicht ist es aber auch einfach so, dass die Natur sich wehrt und die Fischer eben nicht die ganzen Perlen aus den Muscheln klauen sollen und deswegen der Tintenfisch als Schützer der Muscheln da ist. Ich habe mich so gefreut, dass sie hier Walfang machen und jetzt kommt dieser Tintenfisch und wir können keinen Walfang machen. Das würden sie auch nicht sagen. Ja, okay. Naja, Doppelmoral ist das. So, wir müssen zu Kai. Kai ist scheinbar irgendein super crazy Dude und... Seht nur, Tantchen ist da, gleich geht die Schau los. Hört ihr alle zu? Gut, dann erzähle ich jetzt die Geschichte des schrecklichen Fluches, der unser Dorf vor so langer Zeit gefallen hat. Der Fluch eines gerissenen Geschöpfes mit einem Antlitz so schön wie eine Perle, doch einem Herz so schwarz wie Kohle. Fangen wir also an. Und das ist cool. Das ist wirklich cool. Es war einmal ein meisterlicher Fischer, der in Lamentee lebte. Er fing mehr Fische und sammelte mehr Perlen als alle anderen Männer des Dorfes. Der Dorfvorsteher von Lamentee mochte diesen Fischer sehr gerne und bot ihm die Hand seiner geliebten Tochter an. Der Fischer und die Tochter des Dorfvorstehers erklärten, einander heiraten zu wollen und das Dorf seiner strahlenden Zukunft entgegen. Bis zu dem Tage, an dem der Sturm hereinbrach. Der Fischer geriet in ein schreckliches Unwetter. Er wurde mitsamt seinem Fang ins Meer geschleudert. Als er hinabsank, sah er die Perlen, die er gesammelt hatte, um sich herum aufleuchten wie Sterne. Das Licht schwand und er machte sich darauf gefasst, bald seinem Schöpfer entgegenzutreten. Stattdessen begegnete er ihr, einer Meerjungfrau, die schöner war als alle Wesen, die er je gesehen hatte. Sie hielt ihn in den Arm und flüsterte ihm ins Ohr: Ich werde dir dein Leben geben, wenn du mir deine Seele gibst. Viele Tage vergingen und der Fischer kehrte nicht zurück. Die Bewohner des Dorfes hielten ihn für tot und veranstalteten eine Bestattungsfeier am Strand.
Doch als sie gerade damit begann, seine Seele mit ihrem Gesang ins Jenseits zu geleiten, tauchte er auf. Erschöpft, aber lebendig. Die Tochter des Dorfvorstehers war überglücklich darüber, dass sie ihren Geliebten wieder hatte. Sie blieb Tag und Nacht an seinem Krankenbett und pflegte ihn gesund. Aber der Fischer war nicht mehr der Mann, den sie kannte. Er starrte den ganzen Tag nur aufs Meer hinaus und murmelte ständig vor sich hin: Ich muss die Meerjungfrau heiraten. Eines Tages stieß er dann seine Verlobte zur Seite, rannte zum Hafen, wobei er schrie: Ich muss zurück zu ihr. Dorfvorsteher war außer sich vor Wut. Er verbannte den Fischer aus dem Dorf und verbrannte sein Boot, damit er nie wieder in See stechen konnte. Und so verbrachte der Mann, der einst der Stolz von Lemmity war, den Rest seiner Tage allein, am stillen Strand, heimgesucht von Erinnerungen an die Meerjungfrau, die seine Seele gestohlen hatte. Tragisch. Das war es für heute, Kinder. Den Rest der Geschichte erzähle ich euch morgen. Was kommt denn noch von der Geschichte? Meerjungfrauen sind gruselig. Die Meerjungfrau kommt, um unsere Seelen zu stehlen. Lauft! Ich meine, die Story war doch vorbei. Oder ist er ausgebrochen? Seid gegrüßt, Freunde. Kann ich irgendwas für euch tun? Möglicherweise, wir suchen nach einem Fischer namens Kai. Wisst ihr, wo wir ihn finden können? Herrje, was für ein Zufall. Ihr sucht bestimmt meinen Sohn Kainui. Seid ihr Freunde von ihm? Leider ist er gerade nicht hier. Alle Männer sind nach Westen gesegelt, um gegen den Riesentintenfisch zu kämpfen, der in letzter Zeit immer wieder unser Boot angegriffen hat. Wenn ihr die ganze Sache etwas beschleunigen wollt, könnt ihr vielleicht helfen. Sobald dieses Monster besiegt ist, kommen bestimmt alle wieder zu uns Dorf zurück. Tintenfisch ist draußen auf See nicht die einzige Gefahr. Lasst euch nicht von einer listigen Meerjungfrau den Kopf verdrehen. Ihr könntet den Verstand verlieren. Die Tür ist fest verschlossen. Da kommt noch irgendwas. Man kann nur nicht zusammen. Gut. Dann würde ich einmal kurz, glaube ich, eine Runde pennen wollen. Damit ich einmal kurz voll geladen bin. Boah, der war aber wieder wie auf Toilette hier gerade. Wow, ein Erfolg für 10 Übernachtungen in der Herberge. Ja, will ich. Genau, da waren wir eben schon mal den ganzen Schiffen. Vielleicht müssen wir noch ein bisschen grinden, ich weiß nicht, wie stark der ist. Düb, 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 dü 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 dü. Gut, kritischer Treffer, wow, geil. Also wenn die kritten, dann kritten die aber auch richtig hart, ey. Das ist schon ganz cool. Gut.
Wollen wir versuchen, oder? Ich meine, mehr als scheitern können wir nicht. Ach Gott. Und ich wette, ich kann nicht fliehen, darum ich versuch's gar nicht erst. Versuch es gar nicht erst. Wie Panzan auf Aquarius. Mhm. 55 Damage ist halt auch schon ganz schön krass. Yes, ist verseucht. Sehr gut. Okay, gut. Dann... FF zockt den Frostfritzen an. Und er macht Thanatos Terror auf Aquarius. Nice. I like. Gut. Oh, das sind bestimmt die furchtlosen Tintenfischjäger. Wer von ihnen ist wohl unser zukünftiger Bräutigam? Juhu, hier drüben. Entschuldigt, aber welcher von euch großen, tapferen Jungs ist Kai? Hm. Sie sehen aus, als wollten sie uns irgendwas mitteilen, aber ich kann sie nicht richtig hören. Der Dieb ist entfleucht. Ich liebe euch? Über euch? Pass auf, da oben. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Gurgel, Urgel, Urgel. Okay, cool. Der große Riesenkrake. Was haben wir für Koop-Kräfte mit den beiden? Feuriger Fußfeger. Ein Hagelsturm aus heißen Flammen fährt auf die Füße einer Gruppe von Feinden nieder. Karacho-Kugel schleudert eine Kugel aus absoluter Schwärze geradewegs in eine Gruppe von Gegnern hinein. Was ist Fukuna? Bestimmt die Karacho-Kugel, oder? Oh, es gibt drei Stück da. Feuriger Fußfeger? Okay, macht auch nur auf den. Dann machen wir das. Und wir machen einmal Peng und Vipanzar auf Riesenkrage. Okay, 87, ja, ist okay. Kragenkind B passt jetzt auf den Riesenkragen auf, okay. Ah! Das ist okay. Wie? 57? Ah, okay, reicht jetzt, ne? Das Krankenkind ist schon ganz schön mutig. Gut. F-Zock muss jetzt auch ein bisschen mitheilen. Denn, Krankenkind B ist es hoffentlich. Denn F-Zock ist so ein bisschen... Man muss sich ein bisschen jetzt unterstützen. Eiskalten Odem. Oh shit, Alter. Der lebt noch.
Okay, wir heilen Erik. Machen wie beim Zahn auf Riesenkrake. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu schwach für diesen Kampf. Bin ich ehrlich. Ich habe so das Gefühl... Ah, schade. Ich hätte gehofft, ich verseuche ihn. Weil ich weiß, dass es bei Bossen geht. Okay, wir machen nochmal eine Mittelheilung auf Bodo. Nicht, dass unser Heiler gleich weg ist. Und mit ihm machen wir einfach weiter Vipernzahn. Okay, das ist auch in Ordnung. Ich meine, wenn... Oh, shit. Okay, nur 16, es geht, ja. Ja, das ist noch okay. Ich frage mich halt, ob die... Ob da die Viecher wiederkommen, wenn sie tot sind. Okay. Warum schläft F-Stock denn bitte immer ein? Der nimmt alles mit, ne? Okay. Sehr gut. Zauber, Kikeriki. Gutes Jade macht halt relativ guten Damage. Und dieser Faustwirbel ist jetzt nicht so schlimm. So, ich würde gerne hinter Dings und Tücke machen, aber ich möchte erst vorher das Krakenkind ausschalten. Danke. Okay, sehr gut. 41 Schaden, ey. Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Zirkel des schwarzen Feuers. Wir sind hier gerade bei dem Boss, wo alle Leute sagen, das ist der schwierigste des Spiels, oder zumindest einer der schwierigsten. Und ja, mal gucken, ob wir den schaffen. Ich bin, glaube ich, ein bisschen unterlevelt. Gut geschlafen, schon auf der Arbeit, sonst okay, gestern. Noch was Brauchbares gefunden. Ja, wir sind ein bisschen weitergekommen. Wir haben noch den Master Key bekommen von dem Spirit Temple und hab dann noch schnell den Spirit Temple durchgemacht. Und wir haben jetzt Epona. Und Epona können wir heute Abend ein bisschen weitermachen. Also ich bin noch nicht in eine Sackgasse gefahren. So, Aufstellung. Wir müssen mal kurz auswechseln.
Und zwar wechseln wir mal. Nee, warte, wir machen es anders. Wir machen noch eine Runde. Und machen Mittelheilung auf Bodo. Machen Fähigkeiten Wipernzahn auf die Riesenkrake. Ich möchte sie ja nur vergiften. Das ist mein Hauptziel. Wenn der vergiftet ist, dann kann ich Erik auswechseln. Ja! Okay, sehr gut. Jetzt kann ich nämlich Thanatos Terror machen und ihm nochmal dick Damage reinballern. Und da hat er, glaube ich, sowieso fast keine EP mehr. Natürlich schläft unser Heiler ein. Ist doch nicht wahr, ey. Boah, 49 Damage macht das. Bin ich ja fast versucht, es einfach zu lassen. Ja komm, dann machen wir das anders. Wir geben ihm noch eine Runde mit... Das macht 2. Wie viel Thanatos Terror braucht? Braucht nur 5. Okay, ich dachte, das braucht mehr. Dann machen wir Kikiriki. Damit der Typ aufgewacht ist. Bodo wacht auf. Oh, jetzt kommt wieder die Unterstützung. Okay. Aber ist ja nicht schlimm, ey. Jetzt kriegt er trotzdem jede Runde Damage. Ist irgendwie ganz nice. Haben die für Koop-Kräfte? Ach ja, genau, das war das. Komm, dann machen wir das direkt auf ihn. Und hier machen wir einfach mal. Mach jetzt einmal zick. Greifen wir weiter an. Mach jetzt einfach maximalen Damage Output. Boah, 60 Damage, ey. Vor allem, wenn er zweimal angreifen kann, das ist immer ein bisschen fies. Aber ganz ehrlich, meine Strategie mit dem Verseuchen ist das Beste, was mir bisher in diesem Spiel passieren konnte. Denn, nicht nur, dass er irgendwie 16-fachen Damage macht, wenn ich ihn jetzt treffe mit diesem Thanatos Terror. Allein, dass er jetzt jede Runde 50 Damage bekommt, wenn ich mit einem normalen Angriff einfach mal irgendwie 25 nur machen kann. Super. Super. So, dann machen wir Folgendes. Wir müssen jetzt mal gucken, dass... Wir ballern einfach weiter auf Riesenkragen. Mir alles scheißegal. Weil dann treffen wir zur Not immer noch die Krankenkinder und die sterben dann irgendwann wieder und dann ist alles gut. Oh, das ist eine fiese Attacke. So geil. Ich frage mich auch, wie viel Leben der hat.
glaube, das könnte ich mal machen. Und dann mache ich steinigen Springbrunnen. Uiuiui. Bodo, du musst jetzt Erik heilen. Bodo, du musst jetzt ganz dringend Erik heilen. Okay, wir müssen einmal unsere Aufstellung ändern. Wer war nochmal unsere Heilerin? Veronika, oder? Ich glaube, sonst müssen wir noch was anderes machen. Zauber, Mittelheilung, Jade. Zauber, was hat sie? Okay, nein, das ist unsere... Aber das ist nicht so schlimm, sie kann uns jetzt so ein bisschen... Multiverlangsamung, das ist ganz gut. Magische Barriere vor feindlichen Zaubern. Wir machen mal Mega-Schwächung. Boah, what? Was habe ich getan? Das ist ja großartig. Ah. Ganz okay. Was meinst du? Sorry, warte, was ist ganz okay? Okay, ist nicht mehr verseucht, das ist aber nicht so schlimm. Der hat jetzt verspielt, glaube ich. Ganz ehrlich. Wir heilen mal die Veronika. Ne, wir machen das anders. Wir ändern unsere Aufstellung. Nee, wir machen das so. Wir machen Zauber, Mittelheilung auf Veronika. Und sie hat noch Fähigkeiten, ne? Was macht das denn nochmal? Ach so. Ja, ey, das hat mich gerade wirklich überrascht. Machen wir das hier. Ich gebe ihm einfach so viel Dots, die einfach viel mehr Schaden machen als meine normalen Angriffe. Ich bin einfach durch und durch ein Hexenmeister. WoW lässt mich einfach nicht los. Yo, Alter. Was machst du da? Jetzt rastet er richtig aus. Das hätte ich auch selber heilen können, F-Zock. First fucking try. Super easy, der Gegner, ey. Ich habe irgendwo gesehen, so Level 23, mega massive Probleme und ich bin so, oh, ich bin Level 19, 20, weil ich nie gegrindet habe. Außer die beiden. Aber die sind auch gerade erst in unser Team gekommen, die habe ich gar nicht gelevelt. Wunderbar. Ja, das sind die Leute, die keine Ahnung von Technik haben und von Taktik. Denn wenn man den die vergiftet und so ein heftiges Steinsiegel macht, dann kriegt er halt pro Runde 250 Damage. Alleine dadurch. Easy. Finde ich gut. Finde ich wirklich gut.
Wir können Rionaldo ist uns gerade noch egal, sie ist uns auch egal. Wo ist denn Erik? Da ist Erik. Erik brauchen wir nämlich. Erik kann jetzt nämlich endlich das hier lernen. Oh ja. Und dadurch kann er jetzt zwei Waffen tragen. Und jetzt machen wir ihm richtig Damage. Und ich weiß nicht, was das hier ist. Das gab's bisher noch nicht, oder? Ist das neu? Irgendwas Cooles noch, was wir hier brauchen. Angriffskraft, Metallhieb. Und Metallhieb ist, glaube ich, auch ganz nice. Drachenhieb. Metallhieb war irgendwie mit Metallkörpern, ja. Was macht denn Schattenschritt? Achso. Oh, Schatzi, leck bitte nicht meinen Fuß ab. Das kitzelt. Okay, geil, ey. Ich bin ein bisschen stolz auf mich selbst. Danke, danke, meine Lieben. Das ist doch wirklich nicht der Rede wert. Vielen, vielen Dank, wer auch immer ihr seid. Ich kann euch gar nicht genug danken. Aber ich kann euch auf jeden Fall genug zu essen geben. Heute Abend werden wir ein denkwürdiges Fest abhalten und ihr werdet unsere Ehrengäste sein. Bereitet euch darauf vor, zu trinken, zu tanzen und euch den Bauch mit Fisch vollzuschlagen, bis ihr umkippt. Und allesamt nach Lemon Tea. Das klingt irgendwie cooler. Lemon Tea klingt irgendwie cooler als Lamentär. Lamentär klingt irgendwie so ein Ding, was man im Baumarkt kaufen kann. So, meine Lieben. Ich gehe jetzt speichern. Ich gehe nicht speichern. Ich will speichern, Jade. Actually, wo war denn die Kirche? Da. Auf Wetten, jetzt kommt eine Sequenz oder so? Okay, nein, noch nicht. Hui! Ich hab mir vielleicht ein paar hinter die Birne gekippt. Trotzdem bin ich spirituell. Was soll ich mitten in der Nacht in unsere Kirche? Schon ein bisschen. Naja, gut, da muss ich aber dieses Abenteuer-Tagebuch überschreiben. Yes, please. Wir haben schon 7:20 Uhr. Oh. Aber gut, ich habe heute auch ein bisschen später gestartet. Also, actually, habe ich jetzt genau eine Stunde gespielt. Ich habe euer Abenteuer. Möchtet ihr es fortsetzen? Nein. Wir haben heute den Kraken geschafft. Ich bin sehr stolz auf mich, weil es geklappt hat, obwohl ich unterlevelt bin. O himmlische Mächte, bitte lasst dieses arme Lamm eine Weile in Frieden ruhen. Du kannst die Konsole jetzt ausschalten. Ich werde diese Konsole jetzt auch ausschalten und werde zur Arbeit fahren. Ich wünsche euch einen wunderschönen Start in den Tag. Schön, dass ihr dabei wart. Und heute Abend, möglicherweise, vermutlich, sehr wahrscheinlich, geht es weiter mit Ocarina of Time. Bis dahin. Ciao. Gleichfalls.